Jesu. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Zunächst einmal ist die Tatsache, dass es eine Vielzahl von Baustellen in Deutschland gibt, ja durchaus etwas Positives. Es wird gebaut, es wird das Straßennetz verbessert. Das ist auf der einen Seite ein gutes Zeichen. Aber natürlich sind Baustellen auch immer mit Nachteilen verbunden. Das ist doch überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, ob es nicht deshalb mehr Staus gibt, wie hier behauptet worden ist, weil die Baustellen schlecht geplant sind, sondern ob es mehr Staus gibt, weil der Personenverkehr, weil der Güterverkehr in den letzten Jahren dramatisch zugenommen hat. Im Übrigen kann es viele Gründe dafür geben, dass an eingerichteten Baustellen scheinbar nicht gearbeitet wird. Ich will nicht sagen, dass es in dem einen oder anderen Fall vielleicht auch schlechte Arbeit gibt. Aber eine pauschale Aussage, an Baustellen würde nicht gearbeitet, ist falsch. Es gibt geplante Baupausen. Es gibt beispielsweise Fälle, wo Asphalt auskühlen muss. Es wird auf Neuberechnung von Statikern gewartet. Es gibt Engpässe bei Zulieferung von Materialien. Also pauschale Verunglimpfung von Bauunternehmen, von der Einrichtung von Baustellen, ist vollkommen falsch. Hier brauchen wir einen vernünftigen Blick auf diese Geschichten. Und für keines dieser Probleme, das es da gibt, bietet der Antrag der AfD eine Lösung. Und deshalb haben Sie, weil Sie das vorhin erwähnt haben, am Mittwoch auch vorgezogen, über diesen Antrag im Ausschuss gar nicht zu debattieren. Das sollte man hier dann auch einmal wissen. Zu den einzelnen Vorschlägen. 24-Stunden-Betrieb als neuer Regelfall. Das ist schon aus einer Vielzahl von Gründen ungeeignet. Pauschales Modell 24-Stunden-Baustelle an 7 Tagen in der Woche. Wenn Sie hier von der angeblichen Partei der Arbeitnehmer reden, dann müssen Sie denen erklären, die dort 7 Tage die Woche 24 Stunden arbeiten sollen, in einer solchen Baustelle, wie das gemeint ist. Das ist Realsatire, Herr Kollege. Nachtbaustellen bieten grundsätzlich eine größere Unfallgefahr, Herr Kollege, für die Arbeiter, aber auch für die Autofahrer. Herr Kollege Schnieder, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, der Kollege hatte Redezeit genug. Das Rangieren mit Fahrzeugen ist im Dunkeln schwieriger. Die Qualität der Arbeiten nachts kann leiden. Es gibt viele Arbeiten, die aus Lärmschutzgründen nachts nicht stattfinden können. Es geht um Lenkzeiten von Zuliefererfirmen, die beachtet werden müssen. Wir sollten auch die Kosten von Nachtbaustellen hier nicht vernachlässigen. Und deshalb sage ich, Nachtbaustellen sind möglich. Das machen wir auch. Aber sie müssen in jedem Einzelfall begründet werden, und sie taugen nicht als pauschales Modell. Im Regelfall bei längeren Baustellen wird das Tageslicht für die Bauarbeiten voll ausgenutzt. Insbesondere bei kurzen Baustellenarbeiten, die am Wochenende oder über Feiertage hinweg durchgeführt werden können, wird auf Nachtbaustellen zurückgegriffen. Ich will es noch einmal sagen. Bei jeder einzelnen Entscheidung, wo wir das einrichten, müssen wir das Nutzen-Kosten-Verhältnis errechnen. Es ist ja nicht so, dass das per se dann günstiger ist, sondern in der Regel ist es teurer. Und deshalb müssen wir diesen Wirtschaftlichkeitsnachweis dort auch immer führen. Im Übrigen ist für den Verkehrsfluss gar nicht entscheidend, wie lange eine Baustelle eingerichtet ist, sondern entscheidend ist, dass die Anzahl der verfügbaren Fahrstreifen aussieht. Und wenn das aufrechterhalten werden kann, dann gibt es auch in der Regel gar keinen Bedarf danach, hier über die normalen Arbeitszeiten hinaus zu arbeiten. Dann schlagen Sie vor, eine Beschränkung der Länge von Baustellen. Schon heute gilt in Deutschland, Baustellen sollen möglichst nicht mehr als 12 Kilometer Länge aufweisen. Auch hier sage ich, eine starre, politisch festgelegte Grenze macht keinen Sinn, sondern wir müssen im Einzelfall schauen, was ist sinnvoll. Können wir einzelne Bauabschnitte zusammenlegen? Ist das wirtschaftlicher? Geht das dann schneller? Das ist oft so. Und dann wird die Baustelle eben etwas länger. Ansonsten machen wir hier das, was sinnvoll ist. Insofern, starre politisch festgelegte Grenzen sind hier nicht das Maß
mit dem wir loslegen sollten. Dritter Vorschlag, den Sie machen, konsequente Freigabe des Seitenstreifens. Das ist bereits heute gängige Praxis. Hätte man sich besser mal informiert, was heute schon gilt. An allen Baustellen wird versucht, die bestehende Fahrstreifenzahl aufrechtzuerhalten. Es wird nur dann darauf verzichtet, wenn dies die Sicherheit der Bauarbeiter oder den Ablauf der Arbeiten beeinträchtigen könnte. Es gibt bessere Wege für kluges Baustellenmanagement als von Ihnen in dem Antrag beschrieben. Da die Baustellen auch in dieser Anzahl notwendig sind, ist ein intelligentes Verkehrsmanagement der Schlüssel zur Optimierung des Verkehrsflusses auf der bestehenden Infrastruktur. Durch die Autobahn GmbH wird ab dem 1. Januar 2021 ein länderübergreifendes Baustellenunterhaltungsmanagement die Regel. Zudem wird zeitgleich die Verkehrszentrale Deutschland in Frankfurt ihre Tätigkeit aufnehmen und die Verkehrsmengen auf den Autobahnen digital koordinieren. Der zweite Punkt, digitales Bauen und Planen ist das Gebot der Stunde. Durch die Anwendung von Building Information Modeling werden zusätzliche Synergiepotenziale bei der Planung und Durchführung von Baustellen entlang von Autobahnen gehoben. Und deshalb sage ich als Fazit, das bestehende System funktioniert und viele Verbesserungen sind bereits auf dem Weg. Den Antrag, den Sie vorgelegt haben, den brauchen wir nicht. Oliver Luxich, FDP, ist der nächste Redner.